Hallo, so auf ein neues. Ich hatte ja eben mein erstes Pop-out-Video gemacht. Jetzt kommt mein Action-Einkauf. Bevor ich aber damit anfange, wollte ich nochmal zwei Sachen klarstellen. Erstmal, Asias Shop, ne? Kennen ja ein paar. Ich hatte gesagt im ersten, in meinem letzten Haul-Video, dass dieser hier 1,50 kostet, ist nicht richtig. Der kostet 60 Cent, ja? Möchte ich mich für entschuldigen, dass ich einen Fehler gemacht habe. 60 Cent kostet der, mehr nicht. Okay, das haben wir schon mal klargestellt. Und bei Anjas Shop, Anja Wagemanns Shop, diese Tüte hatte ich ja ein paar von mit diesen Steinchen drin. Die habe ich jetzt leider schon eingeräumt. Die ist proppevoll mit den Steinchen. Das sind 3 oder 4 mm. Ja. Die von Asia, das sind 4 mm. Die ist 50 Cent, ja? Kein Euro. Nicht 1 Euro, sondern 50 Cent kostet die Tüte. Ja? Gut. Habe ich jetzt auch klargestellt. Man ist ein Mensch, man kann ja mal Fehler machen. Ja. Wenn man so viel kauft. Aber irgendwie sind die magnetisch, oder? Die kleben immer an der Wand. Die kann ich jetzt ja wegstellen. Das habe ich ja erledigt. So. Jetzt möchte ich euch meinen neuen Action-Einkauf vorstellen. Mann, ich wollte eigentlich gar nicht hin, weil wenn ich hingehe, dann komme ich auch noch 50 oder 100 Euro nicht raus. Heute habe ich so circa, ich mach's gar nicht, ich sag's lieber nicht, ausgegeben. Also erstmal, der nächste Sommer kommt. Drei Fliegenklatschen, ne, für die, die im Süden wohnen, für 53 Cent, drei Stück. Mama, wenn du dir das anguckst, kannst gerne eine abhaben. Die packe ich schon mal dahin, weil die nimmt mir sehr viel Platz weg. Dann habe ich, ich suche ja so eine Kuppel, ja, für mein Resin. Ja, ich gehe damit mein Essen. Und da habe ich die gesehen. Ich habe die noch jetzt noch nicht aufgemacht. Ob die Kuppel rund ist. Ist ja auch eigentlich viel zu schade, die will man lieber essen. Aber wenn ich einen eingieße, habe ich wenigstens noch fünf übrig. Aber ich werde die vorher in den Kühlschrank packen, damit die mir auch nicht kaputt gehen in mein Silikon. Ja, deswegen muss ich die denn ganz. Die sind echt lecker aus, ne? Ich würde die auch lieber essen, anstatt eingießen. Aber, ich meine, mit Silikon bearbeiten. Aber dann habe ich endlich diese Kuppel für. Was auch immer. Gut, dann habe ich mir dieses Klebeband geholt. Es kostet 60 Cent oder so einer. Weil ich möchte, also ich fange ja, ich habe ja jetzt erst mit Pocket Letter angefangen. Ich will immer so viel auf einmal, aber das kennen die auch alle. Diese Mini-Alben, die finde ich auch so richtig geil. Also schön, ne? Und in der Mitte, um die zusammenzuhalten, möchte ich dieses, wenn das nicht zu breit ist. Das weiß ich noch nicht. Oder von außen zumindest, damit das richtig festhält. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mir die erstmal mitgebracht, weil die 55 Cent oder 60 Cent mehr kosten die nicht. Eine habe ich noch. Naja, aber die finde ich jetzt nicht. Wo die Tasche voll ist, dann habe ich selbstklebende Alufolie geholt, da kann man auch Resin-Teile mit einwickeln oder so. Man möchte jetzt nicht so viel zu sagen. Aber mit, ja, die habe ich mir dann noch geholt. Die kostet auch 50 Cent oder so. Kann man ja auch einiges mitmachen. Nimmt das jetzt auf oder muss ich, habe ich wieder vergessen, Play zu drücken? Ne, 4 Minuten schon. Donnerwetter. Müssen wir beeilen. Trichter, der große ist in der Küche und die kleine ist für meine Sachen, was auch immer. 40 Cent haben die gekostet in der Bauabteilung bei Action. Da sind 1, 2, 3, 4, 4 Stück drin. Brauchte ich. Da habe ich mir nochmal zwei Tassen geholt, weil die finde ich so schön. Das ist einmal Türkis. Time for coffee, genau. So sieht es nämlich aus. Ne? Schwarz haben wir die ja letztes Mal schon gehabt. Aber trotzdem nochmal eine schwarze. Die ist für meinen Mann.
The best morning coffee. Always fresh. Oh, jetzt müsste ich das mal lesen können. Natural. Natural heißt es. So, die beiden habe ich noch. Achso, die kosten 89 Cent eine. Ist okay. Irgendwie ist mein Feuerzeug aber abhanden gekommen. Mein Resin-Feuerzeug. Habe ich mir nochmal ein neues schnell geholt heute. 79 oder 89 Cent. Ich habe den Bon jetzt hinten im Flur. Keine Lust da jetzt hinzulaufen. Aber mehr kostet auch unter einen Euro. So. Dann habe ich das entdeckt. Habe ich gedacht, nur. Das ist halt so ein. Ne? Also man kann da Schals mit ganz viele Aufhängerlis. Entweder hänge ich mir das hier hin für meine Ketten. Oder für Anhänger zum Trocknen oder was auch immer. Aber für 99 Cent, da weiß ich noch ganz genau, was es gekostet hat, habe ich gedacht. Oder man hängt die in den Schrank für Schals oder. Auf jeden Fall habe ich die noch mitgenommen. Ich hatte zwei erst. Dann habe ich einen wieder weggepackt. Wollte erst mal gucken, was ich da überhaupt. Bevor man sich immer 1000 Sachen holt. Geguckt, was ich damit machen kann. Bevor ich da. Ne? Ihr versteht mich schon. Naja, das will jetzt hier keiner wissen hier, ne? Aber ich habe ja schon 10 Kilo abgenommen. Der ist auch ziemlich groß, aber ich finde ihn so toll. Der hat nur 2 Euro gekostet. Ne, 4 Euro, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so ein Sportding. Na, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, dann ziehe ich den an. Der ist auch voll richtig schön gepolstert. Oh, Donnerwetter. Ja, finde ich richtig cool. 4 Euro einer. Sag ich jetzt mal. So, was noch? Creme für meinen Mann. Der ist jetzt hier auch schon 36, ne? 36. Ja, auch ein Mann braucht Creme, ne? 2,50. Das gehört hier jetzt zwar nicht her, aber habe ich auch gekauft. Und dann kommen, warte. Ja, leider habe ich auch. Handtuchhalter, 50 Cent. Zweimal. Weil die kleben, denn die halten ja nicht. Deswegen bauen wir die dir endlich mal an und dann hält das auch. Dann hast sie ewig da hängen. Ne? So. Das. Selbstklebendes, doppelklebendes Klebeband. Ne? Kennt ihr ja auch alle schon aus den anderen Videos. Leider habe ich. Das ist ein bisschen durcheinander, aber. Ne? Diese Sticker. Ich habe mir heute viele Sticker gekauft bei Action. Weil ich fand die einfach toll. Das sind glänzende, die kann man, glaube ich, eingießen. Kann man aber auch andere Sachen mitmachen. Weil das ist. Jetzt kommt der Frühling. Und da will man Eis und so erfrischende Sachen. Also ich fand das sehr erfrischend und ich liebe diese. Habt ihr bestimmt schon überall gesehen, aber na, hinten saugen die sich auf jeden Fall voll. Wenn ich davon was eingießen will. Ansonsten nehme ich das für Pocket Letter oder für diese Mini-Alben, was ich denn demnächst auch noch machen will, was ich nicht alles machen will. Und dann habe ich mir nochmal schwarz. Habe ich noch gar nicht. Diesen Kasten geholt. Ich habe nur grau, pink, zwei blaue und zwei grüne. Und die reichen nicht, die sind schon voll. Jetzt habe ich mir nochmal einen blau geholt, in schwarz. Und einen pink nochmal. Ich will hier auch umbauen. Na, das zeige ich euch jetzt nicht, aber. Meine Perlenkästen, die wandern eine Etage höher und dann kommen erstmal die aktuellen Sachen nach unten. Ach du liebe Zeit, da haben wir auch noch. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Love to. Nee. Looks to love.
Also ich möchte lieber jetzt die hellen Farben. Und den fand ich mal mega. Mach ich mir eben ganz schnell. Das ist der Wahnsinn. Und hier für Pocket Letter, ne? Ist doch ganz, ganz, ganz mega toll. Mit kleinen Röschen. Und auch überhaupt kein Glitzer. Boah, das geht nochmal auf die Augen, finde ich. So Karos oder Streifen. Oder das kommt in der Kamera nicht so rüber, aber das geht bei mir mal mega auf die Augen. Wenn ich mal wüsste, wie ich das verschicken soll, diese Größe, ne? Die Blätter, die ich nicht brauche, die würde ich auch mal jemand anders zukommen lassen. Aber es ist halt immer ein blödes Format. Ich könnte die in der Mitte durchschneiden, ist ja scheiße, ne? Oder hier ein Stück ab. Dass die in so ein 4, DIN A4 Dings reinpassen. Aber so, das ist auch echt blöd zu verschicken, finde ich. Das ist auch toll hier. Die Seite finde ich geil. Oder das, so königlich. Da noch mehr Kronen. Ehrlich gesagt, mit manchen Papieren weiß ich echt nichts. Die werden jahrelang bei mir rumliegen, wahrscheinlich. Na, und wenn da jemand Verwendung für hat, dann lasst mir das ruhig wissen. Und auch wie ich das denn verschicken soll. Oder ihr bezahlt das Porto, ist mir auch egal. Dann kriegt ihr das von mir. Also damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Damit auch vielleicht, weiß ich nicht. Und das vielleicht, ja. Das finde ich toll. Das weiß ich auch nicht. Ich mache mal dann ein paar Bilder fertig, wenn da jemand Interesse hat, welche ich abgebe. Und dann könnt ihr mir ja sagen, ob ihr da Lust drauf habt. Ne? Das ist sehr, ja. Aber da hat bestimmt auch jemand Interesse. Also ich nicht. Also das ist zum Beispiel was, wo ich nichts mit anfangen kann. Da sind die schon wieder doppelt. Ne? Da, doppelt. Sind die alle doppelt immer, oder was? Ja, ich denke schon. Ja. Sind immer zwei von jedem da. Da, nee. Das ist also was für mich. Das auch. Ne? Das weiß ich schon wieder nicht. Und das, oh, das geht mir mal so auf Augen. Also Linsen, sag ich mal. Also da werde ich auf jeden Fall definitiv was von abgeben. Die Hälfte ungefähr. Gut, das war der. 1,90 wisst ihr. Und ich habe anscheinend noch einen. Oh. Das hat Mix and Match, Desert Shades. Okay. Das ist gut im Bild. Das sind also halt diese Vintage-Sachen, würde ich sagen. Sieht für mich so aus. Ja, so ein paar Blätter. Den zum Beispiel mag ich, das ist ja dieses Mixed Media ungefähr. Den würde ich vielleicht, ich brauche vielleicht ein, zwei Blätter. Den auch, den mag ich auch. Den, das mag ich. Das auch. Sieht aus wie eine Tapete, oder? Das auch. Also das mag ich nicht. Das würde ich, also ich würde echt über die Hälfte davon abgeben, wenn das jemand haben will. Aber Hauptsache erstmal haben, ne? Ja, das finde ich auch nicht schlecht, aber das würde ich auch abgeben. Das mag ich wieder, das ist wieder meins hier. Wie man das Video hört, bestimmt. Die finde ich auch nicht schlecht. Muss man sich halt nur entscheiden, welche Seite nehme ich, ne? Ah, habe ich doppelt. Okay, davon würde ich auch einen abgeben. Einen behalte ich, einen würde ich abgeben. Muss man mir nur Bescheid sagen.